Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Video. Ja, Halloween steht vor der Tür und was passt da nicht besser als ein richtig leckeres, duftendes und gruseliges Halloween-Haus. Am besten noch mit einer passenden Beleuchtung, dass man sich in verschiedenen Farben einstellen kann. Das eignet sich perfekt, um mit den Kindern zusammen zu basteln, zum Vernaschen oder einfach als ideale Halloween-Dekoration. Wie dieses leckere Halloween-Haus funktioniert und was ihr dafür braucht, das sehen wir uns jetzt an. Das Wichtigste, was wir jetzt noch dafür brauchen, ist natürlich der Lebkuchenteig. Diesen habe ich euch ja bereits schon letztes Jahr in meinem ersten Video gezeigt. Das Rezept dazu könnt ihr euch gerne hier nochmal nachsehen. Ich habe mir diesen natürlich schon etwas vorbereitet, um Zeit zu sparen, damit das Video nicht allzu lang wird. Das Rezept zu diesem Lebkuchenteig verlinke ich euch aber nochmal in der Infobox. Ebenfalls, was ihr jetzt noch dafür benötigt, sind eigene Schablonen oder ihr macht das Ganze wie ich und zeichnet euch die Schablonen selber, dann könnt ihr je nachdem, wie ihr möchtet, euer eigenes Lebkuchen-Halloween-Haus ganz nach euren Wünschen gestalten. Als erstes starten wir nun damit, dass wir den Lebkuchenteig circa einen halben Zentimeter dick ausrollen und am besten mit vorbereiteten Schablonen oder Ausstechern diesen dann ausschneiden. Die vorbereiteten Stücke können wir uns auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen und mit einer Sprühflasche mit etwas Wasser an der Oberfläche leicht besprühen. Übrigens, das Wasser auf eurem Lebkuchen sorgt im Backofen dafür, dass sich während dem Backvorgang keine Wölbungen bilden und euer Lebkuchen gleichmäßig hochbackt. Wir geben diesen jetzt bei 190 Grad für ca. 10 Minuten in den Backofen bei Ober- und Unterhitze. Was ihr noch beachten könnt, wenn ihr euer Lebkuchenhaus genauso cool beleuchten möchtet wie ich, eignet es sich dafür, an eurer Schablone bereits einen Kreis auszustechen. Und ich habe mir hierfür ein LED-Licht besorgt und das setze ich dann später in die Mitte rein. So könnt ihr es immer wieder herausnehmen und müsst nicht das ganze Lebkuchenhaus zerstören. Wir geben dies jetzt in den Backofen und sehen uns dann gleich wieder, wenn alle Teile ausgekühlt sind. Unsere Lebkuchenteile sind jetzt alle gebacken und auch schon ausgekühlt. Und nun können wir damit starten, diese zu verzieren. Hierfür habe ich mir auch bereits schon 1 Kilo Rollfondor in diesem wunderbaren Halloween-Violett eingefärbt, denn damit decken wir jetzt nun alle unsere Wandseiten mit diesem wunderbaren Fondor ein. Um nun die Wände unseres Lebkuchenhäuschens schön eindecken zu können, beginnen wir damit, unseren Rollfondor ca. 3 mm dick auszurollen. Jetzt bestreichen wir die Wände unseres Lebkuchenhäuschens vorsichtig mit etwas CMC-Zuckerkleber und legen den Rollfondor auf diese Wände auf. Jetzt schneiden wir den Rand vorsichtig etwas weg, genauso wie die Fenster an der Innenseite. CMC-Zuckerkleber könnt ihr übrigens in jedem Tortengeschäft kaufen. Entweder gibt es es dort in einer Pulverform oder bereits, wie bei mir, in der flüssigen Variante. Falls ihr die Pulverform erwischt, ist das kein Problem, denn daraus könnt ihr euch wunderbaren Zuckerkleber ganz einfach selber machen. Hierfür verwendet ihr einfach 100 ml lauwarmes Wasser und gebt darin einen Teelöffel CMC-Pulver hinein und rührt das Ganze so lange, bis sich alles gut aufgelöst hat. Dann habt ihr den flüssigen CMC-Zuckerkleber. Falls ihr diesen aber nicht zu Hause habt, könnt ihr hierfür natürlich gerne auch Marmelade verwenden und eure Lebkuchenteile oder auch den Rollfondor mit Marmelade auf euren Lebkuchen aufkleben. Nun starten wir auch schon damit, unsere Lebkuchenhäuschen zu verzieren. Ich habe mir hier als erstes dafür bereits Eiweiß-Spritzglasur aufgeschlagen und diese schwarz eingefärbt. Eiweiß-Spritzglasur habe ich ja euch bereits in einem meiner Videos schon gezeigt. Das Ganze könnt ihr euch ebenfalls hier gerne nochmal nachsehen. In diesem Rezept habe ich euch ebenfalls auch erklärt, wie ihr diese wunderbaren Spritztütchen ganz einfach formen könnt, denn in diese können wir unsere Spritzglasur einfüllen und nun unsere Lebkuchenhäuschen wunderbar damit verzieren. Das Rezept dazu verlinke ich euch aber ebenfalls wieder in der Infobox. Ich starte als erstes damit, aus diesem modrig grünen eingefärbten Fondor Fenster auszuschneiden und diese mit CMC-Zuckerkleber an dem Häuschen zu befestigen.
Dabei kann man einige Teile auch gerne etwas schief oder schräg anbringen, damit es so aussieht, als wären diese etwas abgebrochen. Anschließend verziehe ich den Rest mit schwarzer Eiweiß-Spritzglasur und einigen Zuckerperlen. Hierfür ziehe ich zum Beispiel die Fenster- und Türrahmen nach, male ein paar Spinnennetze auf und setze einige Pünktchen. Die erste Seite unseres Lebkuchenhäuschens ist jetzt schon mal fertig ausdekoriert und ich muss sagen, die ist wirklich wunderschön geworden. Jetzt verziehe ich aber noch die restlichen drei Seiten unseres Häuschens und dann lassen wir das Ganze für eine Stunde gut antrocknen. Wichtig ist hier wirklich, dass ihr das Ganze eine gute Stunde antrocknen lasst, denn wir bauen das Häuschen ja später verziert zusammen und wenn wir das Ganze zu früh machen und unsere Spritzglasur damit angreifen, dann könnte es passieren, dass wir das Ganze eindrücken und das Ganze dann leider zerstört ist. Deswegen gut antrocknen lassen und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich alle vier Seiten fertig verziert habe. Eine Stunde ist vorbei und alle unsere Lebkuchenteile sind jetzt richtig schön verziert und auch schon perfekt ausgehärtet. Wenn ihr euch da noch etwas unsicher seid, ob eure Spritzglasur jetzt schon fest ist oder nicht, dann könnt ihr den ganz einfachen Test machen. Ihr nehmt euch einen Teil eures Lebkuchenhauses und probiert mit dem Zeigefinger am Rand etwas zu drücken. Und wenn das Ganze schon fest ist und nicht mehr nachgibt, dann ist die Spritzglasur perfekt ausgehärtet und ihr könnt sie wunderbar weiterverarbeiten. In der Zwischenzeit, während die Lebkuchenteile auch getrocknet haben, habe ich mir bereits die Bodenplatte in diesem wunderbaren Orange eingefärbt, genauso wie die Eingangstür. Jetzt geht es aber ans Zusammenbauen. Hierfür habe ich mir auch schon schwarze Spritzglasur in einen wunderbaren Spritzsack eingefüllt und ich würde sagen, damit bauen wir jetzt unser Lebkuchenhäuschen endlich zusammen. Zu Beginn nehmen wir uns den Spritzsack mit der Eiweiß-Spritzglasur und nehmen uns den Vorderteil unseres Häuschens. Hier ziehen wir an der Unterseite entlang einen Strich und diesen Hausteil setzen wir nun direkt auf unsere Bodenplatte auf. Das Ganze machen wir ebenfalls mit allen anderen Teilen und kleben diese schon mal ordentlich zusammen. Und genauso wie es sich für ein richtiges Halloween-Haus gehört, habe ich mir alle Seiten des Hauses etwas schief gemacht. Zum Beispiel ist die eine Seite etwas höher, die andere geht etwas nach unten, diese Seite ist wieder etwas kleiner. Und genau deswegen klebe ich mir auch das Dach schräg nach innen, damit das Ganze nicht so einen runden Blick bekommt. Unser Dach wäre soweit befestigt und nun geht es auch schon mit dem Kamin weiter. Hierfür habe ich mir eine ganz normale Eiswaffel genommen, diese mit schwarzer Lebensmittelfarbe angemalt und dann passend auf das Dach zugeschnitten und diese werden wir jetzt dann aufkleben. Und weil das ganze Haus noch nicht so 1A perfekt aussieht und noch einige Zwischenräume dazwischen sind, füllen wir diese jetzt auf und dekorieren das Ganze mit leckeren Halloween-Süßigkeiten aus. Den Kamin befestige ich ebenfalls wieder mit schwarzer Spritzglasur. Dafür ziehe ich unten am Boden des Kamins einen schwarzen Kreis entlang und setze das Ganze dann auf das Dach des Lebkuchenhäuschens auf. Ebenfalls spritze ich jetzt kreisförmig nach oben eine große Rosette und verziere diese mit bunten Halloween-Süßigkeiten. Nun geht es auch schon mit dem Dachdecken weiter. Als erstes beginnen wir damit, dass wir den Spalt unseres Dachs auffüllen. Hierfür spritze ich mir eine Rosettenlinie entlang und stecke in diese ein paar von diesen leckeren Salzbrezen. Anschließend verteile ich mir die Spritzglasur grob über das ganze Dach und lege unregelmäßig die Salzbrezen auf, um sie als Dachziegel auszulegen. Nun spritze ich mir noch mit einem etwas kleineren Spritztütchen rund um das ganze Haus ein paar Bögen, die nach unten hängen sollen. Immer an den schwarzen Strichen entlang, die wir vorhin aufgespritzt haben. Dafür drückt ihr das ganze Tütchen einmal an, hebt es ein bisschen weg, bis der Bogen sich nach unten biegt und setzt das Ganze dann an der anderen Seite ca. 1 cm weit entfernt ab und wiederholt das Ganze so oft, wie euch das gefällt. Das Lebkuchen-Halloween-Haus sieht jetzt schon richtig gruselig aus.
Ich habe mir hier auch schon bereits ein paar Geister und Kürbisse modelliert. Diese zeige ich euch jetzt noch, wie man die ganz einfach selber machen kann. Denn diese wunderbaren Geister und Kürbisse sind komplett leicht zu modellieren, denn hierbei braucht man nicht mal großartige Modellierkünste. Wir starten nun als erstes damit, diese wunderbar gruseligen Halloween-Kürbisse zu modellieren. Dafür braucht ihr etwas Modellierfondant, da reißt ihr euch einfach ein Stück ab, je nachdem wie groß das Ganze am Ende werden soll. Hieraus formen wir uns nun eine schöne Kugel und diese Kugel setzen wir uns jetzt auf unserem Tisch ab und drücken sie einmal mit einem Finger leicht flach, damit der Kürbis nicht eine ganze Kugelform hat. Anschließend brauchen wir ein Modellierwerkzeug. Falls ihr dieses nicht habt, könnt ihr das Ganze natürlich genauso gut mit einem Messer machen. Nehmt hierfür aber dann den Messerrücken und drückt das Ganze 4 bis 5 Mal an allen Seiten nach innen. Nun sucht ihr euch die größte Stelle aus, wo ihr die meiste Fläche habt. Und nun, um ein gruseliges Gesicht modellieren zu können, braucht ihr nur einmal reinzustechen und schon habt ihr das erste Auge, genauso wie auf der anderen Seite. Und jetzt fehlt nur mehr der Mund. Dafür könnt ihr einen gezackten Mund machen. Oder ihr zieht das Ganze etwas nach unten, dann wird das Ganze wieder gleich etwas gruseliger. Und nun füllen wir uns die Augen mit etwas Spritzglasur auf. Dafür drücken wir von unserem Spritztütchen einfach etwas hinein. Und schon hat unser Halloween-Kürbis schwarze Augen, genau so wie es sein soll. Diesen setzen wir uns jetzt ebenfalls wieder auf den Tisch und für den Stängel nehmen wir uns etwas grünes Modellierfondant, formen das Ganze ebenfalls wieder zu einer kleinen Kugel und nun streichen wir das Ganze langsam auf unsere Hand hin und her, bis das Ganze richtig schön länglich wird und dann können wir das alles etwas eindrehen und unserem Kürbis oben aufsetzen. Und um diese schmierigen Flecken zu bekommen, nehmt ihr wieder etwas von eurer schwarzen Spritzglasur und macht überall grob verschiedene Punkte und das Ganze verstreicht ihr jetzt grob mit dem Finger, um diese richtig gruselige und nicht wunderschöne orange Farbe zu haben, sondern das Ganze wirklich schön schmierig zu haben, wie ein echter Kürbis eben sein soll. Den setzen wir uns jetzt an die Seite und weiter geht's jetzt mit unseren Geistern. Hierfür benötigt ihr ebenfalls wieder ein Stück weißem Modellierfondant und diesen formen wir uns jetzt ebenfalls wieder zu einer Kugel und wenn ihr diesen Schritt erledigt habt, legt ihr die Kugel in den Spalt eurer Hand und rollt das mit beiden Händen langsam hin und her und ihr seht, aus unserer Kugel formt sich schon langsam ein Kegel. Und wenn das Ganze auf einer Seite beginnt spitz zu werden, drehen wir das Ganze um und formen das Ganze auf der anderen Seite noch einmal. Ihr seht, an der Unterseite ist es etwas dicker und an der Oberseite ist es etwas dünner. Die Oberseite können wir uns etwas schräg zur Seite biegen und auch etwas eindrehen, denn das ist der Kopf unseres Geistes. Ebenfalls formen wir uns diesen etwas heraus. Dafür drücken wir mit Daumen und Zeigefinger das Ganze etwas zusammen und schon formt sich der Kopf aus unserer Kugel. Nun drücken wir mit Daumen und Zeigefinger die Hände aus dem Körper heraus. Ebenfalls wieder auf der anderen Seite. Dafür eignet es sich am besten die Figur einmal umzudrehen. Und schon hat man beide Hände aus dem Geist heraus. Den Schweif kann man noch etwas länger ziehen und ebenfalls wieder etwas eindrehen. Um das Gesicht zu machen, ist es genau gleich wie beim Kürbis. Wir nehmen wieder unser Modellierwerkzeug und drücken das zweimal ein, um die Augen zu formen und dann einmal und ziehen das Ganze nach unten, damit der Geist einen offenen Mund bekommt, so als wie
wenn er gerade jemanden erschrecken möchte. Und nun spritzen wir wieder mit schwarzer Spritzglasur in die Augen hinein. Und schon hat dieser ein böses Gesicht und den können wir jetzt auf unser Lebkuchenhäuschen hinaufsetzen. Weiter geht es nun mit unserer Bodenplatte. Auf diese werden wir nun ein schwarzes Muster aufspritzen und unsere Geister und Kürbisse bunt darauf verteilen, genauso wie noch etwas Süßigkeiten, die wir überhaben. Ebenfalls habe ich mir noch aus Lebkuchen kleine Grabsteine ausgestochen und diese werden wir ebenfalls auf unserem Brett platzieren. Wir beginnen damit, das Muster gleichmäßig aufzuspritzen und nicht zu weit zum Rand hinauszukommen, denn man soll ja ebenfalls noch etwas von unserem Orangenfondant sehen. Fertig ist unser Halloween-Lebkuchenhaus. Ich finde, zum typischen klassisch-weihnachtlichen Lebkuchenhaus ist dieses hier mal zu Halloween die absolute Abwechslung. Vor allem mit diesem wunderbaren LED-Licht, das man in verschiedenen Farben einstellen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr ihm einen Daumen nach oben gebt und meinen Kanal abonniert, um keine weiteren solcher leckeren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Sugar and Spice. And sweets, very nice. Und nicht vergessen, eine Mahlzeit ist erst beendet, wenn man etwas Süßes gegessen hat.